Yassas, das heißt Hallo auf Griechisch. Willkommen zum Griechenland Camper Guide. Wir waren über 3 Monate hier und in diesem Video teilen wir mit euch unsere Erfahrung zu vielen Punkten wie Wildcampen, Überwintern, Wasserversorgung und vieles mehr. Also lasst uns loslegen. Wunderschöne Stellplätze gibt es in Griechenland auf jeden Fall richtig viele. Die findet man auch sehr einfach über die Park4Night-App. Und wir hatten schon wirklich oft, dass wir direkt am Meer standen und es hier einfach richtig genießen konnten. An schönen Orten standen wir auch mal für längere Zeit, so wie der hier. Das ist auch wieder echt so ein Highlight. Wir können direkt am Meer stehen, haben Schatten. Und wir sind jetzt hier auch echt schon eine ganze Woche. Wildcampen ist in Griechenland offiziell, glaube ich, gar nicht erlaubt, aber es wird halt überall geduldet. Und in den ganzen 3 Monaten, die wir hier waren, hatten wir nicht einmal irgendwie ein Problem, dass wir weggeschickt wurden oder so. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die an traumhaften Orten in Griechenland stehen wollen und nicht die Einzigen, die Apps wie Park4Night benutzen. Deswegen sind generell viele Leute aus Deutschland, aus anderen westlichen Ländern hier in Griechenland unterwegs und wir sind an Stellplätzen fast nie alleine gewesen. Jetzt kommt noch dazu, dass seit den Osterferien natürlich noch Familien und Leute, die Urlaub machen, aus den Nachbarländern hier sind und dadurch noch mehr Leute unterwegs sind. Teilweise an so Stellplätzen wie hier kommen auch Leute einfach für Tagesausflüge mit irgendwie Motorrädern oder Fahrrädern und sind dann hier am Strand. Aber das ist natürlich ein bisschen so ein Nachteil, dass man hier halt nie wirklich abgeschottet ganz alleine ist. Auch an irgendwelchen Orten, wo man echt ein bisschen länger hinfährt, die halt irgendwie abgeschottet sind, kommen dann Leute mit ihren Hunden vorbei oder auch mit ihrem Van oder Wohnmobil. Und da sind vielleicht andere Länder ein bisschen besser, weil die nicht so beliebt und populär sind, gerade wie Griechenland. Für die Anreise nach Griechenland gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten, nämlich einmal den Landweg und einmal eine Fähre aus Italien. Wir haben ein paar Leute getroffen, die über den Landweg gekommen sind, das heißt den Balkan runter durch Albanien und dann nach Griechenland. Und aber auch ein paar Leute, die wie wir die Fähre genommen haben aus Italien. Und da gibt es ganz viele verschiedene Fährverbindungen. Man kann zum Beispiel aus dem Norden direkt nach Griechenland kommen, aber auch aus dem Süden Italiens. Wir haben zum Beispiel eine Fähre von Brindisi nach Igoumenitsa genommen und konnten dann direkt im Westen des Landes unseren Griechenlandaufenthalt beginnen. Das ist natürlich ganz cool, weil dann gibt es auch ein paar Leute, die für einen nicht so langen Urlaub einfach nach Griechenland kommen, weil das Ganze, also wenn man von Deutschland aus so nach Griechenland startet und halt eine Fähre aus Italien nimmt, dann ist man so in 48 Stunden hier und dann lohnt sich das ja schon, wenn man hier 2 Wochen Urlaub macht, mit dem Van hierher zu kommen, anstatt halt mit dem Flieger zu fliegen und dann im Hotel zu schlafen. Okay, nochmal ein paar kurze Worte zu Straßen und Maut. Wir fangen mal mit Maut an und ich blende euch mal so eine Karte vom ADAC ein. Auf den meisten Autobahnen wird abschnittsweise Maut berechnet. Es sind aber auch immer Stücke dazwischen, die frei sind. Wenn man halt zum Beispiel von Patras bis nach Athen fahren würde, dann waren das, glaube ich, so um die 20 bis 30 Euro. Wir sind meist Landstraße gefahren. Oft ist halt direkt neben der Autobahn dann auch eine Straße. Und für uns ist es halt jetzt egal, ob wir 70 auf der Autobahn fahren oder 70 auf der Landstraße. Wenn man es aber irgendwie eilig hat, dann kann man natürlich auch Maut bezahlen. Aber man kommt auch ohne ziemlich gut durch ganz Griechenland. Bezahlen kann man die Maut ganz einfach an den Mautstationen, bar oder mit Karte. Hier in Italien oder was? Zum Zustand der Straßen. Im Vergleich zu Sizilien oder Süditalien, wo wir vorher waren, sind die Straßen hier richtig gut. Auch die Landstraßen, es sei denn, man fährt jetzt in wirklich sehr abgelegene Orte. In den touristischen Regionen, da gibt es oft dann so eine Landstraße, von der dann so kleinere Wege, die wie die hier, dann zu den Stränden dann abgehen. Und das sind dann doch dann eher so Sandstraßen, Holperstraßen. Aber mit ein bisschen Geduld funktioniert das auch. Und die sind eigentlich auch immer so, dass jede Größe von Fahrzeug hier langfahren kann. Ja, die Urlaubssaison in Griechenland hat begonnen. Wir finden auch die Frühlingsmonate, April und Mai, sind bisher die beste Reisezeit. Es ist richtig warm, sonnig, hat eigentlich schon seit einem Monat nicht mehr wirklich geregnet. Und man kann halt abends und morgens auch schon mit T-Shirt draußen rumlaufen, baden gehen. Also richtig angenehm. Wir waren auch Teile vom Winter da, ab Mitte Februar, sind von Sizilien gekommen. Dort war es der Winter ziemlich mild und trocken. Und sobald wir in Griechenland waren,
hat es eigentlich fast jeden Tag geregnet. Es war ziemlich kalt und dann mussten wir mal die Scheiben wischen, das Kondenswasser, und es war halt alles nicht so angenehm. Aber wir haben, glaube ich, auch ein bisschen Pech gehabt. Leute haben uns erzählt, dass halt bis davor das Wetter eigentlich ganz okay war, besonders weiter im Süden. Wir sind dann sogar noch im Schnee gelandet auf dem Weg nach Athen. Es hat echt überall in Griechenland, auch in Athen und nicht nur in den Bergen, geschneit. Nein, das ist nicht Schweden, das ist Griechenland. So haben wir das uns nicht vorgestellt. Von unserer Erfahrung her war der Winter hier jetzt nicht so gut. Aber wie gesagt, andere Leute haben uns erzählt, dass es eigentlich ganz okay war, bis dann irgendwie da der ganze Schnee kam. Jetzt ist auf jeden Fall eine richtig schöne Reisezeit. Es ist noch nicht zu heiß. Wir konnten bis vor kurzem auch eigentlich immer noch den ganzen Tag in der Sonne stehen, ohne dass es im Van zu heiß wird. Jetzt haben wir hier im Schatten geparkt, weil es doch schon ganz schön warm am Tag ist. Aber dann kann man sich halt zwischendurch hier im Meer abkühlen. Frühling können wir auf jeden Fall empfehlen. Wie vorher schon erwähnt, ab den Osterferien wurde es allerdings auch richtig voll hier. Okay, wenn man jetzt in Griechenland ist, was macht man dann überhaupt hier? Griechenland ist natürlich bekannt für alte historische Orte, alte Tempel wie Akropolis in Athen, das Orakel von Delphi, aber auch die schwebenden Klöster von Meteora sind ein sehr zu empfehlender Ort. Also schaut einfach mal unsere Griechenland-Playlist an, da waren wir an einigen coolen Orten. Und sonst ist Griechenland eher so ein Land für Strandurlaub, viele Stellplätze am Meer, klares Wasser, tolle Sonnenauf- und Untergänge. Also hier kann man es aushalten. Ich glaube, die meiste Zeit waren wir auch echt am Meer. Einmal, da waren wir auf dem Olymp, einer der härtesten Herausforderungen, die wir je gemacht haben. Könnt ihr euch gerne nochmal das Video anschauen. Baum! Also für Wandern in den Bergen oder Klettern, das kann man hier auf jeden Fall auch machen. Aber sonst haben wir viel gesehen, wie Leute tauchen gehen oder schnorcheln machen ganz viele, weil das Wasser halt auch richtig klar ist. Oder halt mit dem Kajak, mit dem Paddleboard raus. Wir haben auch mal ein Boot gemietet, als wir Besuch hatten von Lauras Cousine. Das war richtig cool. Und sonst kann man auch einige coole Tiere sehen. Ganz am Anfang haben wir gleich Flamingos gesehen. Öfter läuft einmal so eine Schildkröte über den Weg oder auch Schlangen haben wir gesehen. Und hier kommt fast jeden Abend so eine Gruppe von Delfinen vorbei. Und ich bin dann eben, als da haben wir die von da hinten gesehen, dann bin ich mit dem Paddleboard raus, um dann mit denen da quasi zu schwimmen. Und die sind dann auch näher gekommen. Also die waren echt so 5 bis 10 Meter vor mir, sind da auch irgendwie unter mir durchgetaucht und dann halt weiter geschwommen. Und dann bin ich nicht mehr so ganz hinterhergekommen mit den Paddeln, weil es so gegen den Wind und Welle war. Aber es war schon richtig krass. Die waren halt echt nah und die sind auch ganz schön groß. Wir haben leider keine Aufnahmen davon, aber ein paar Tage vorher sind die hier auch vorbeigeschwommen und da haben wir ein paar coole Aufnahmen gemacht. Wasser auffüllen ist in Griechenland ziemlich einfach. Es gibt viele öffentliche Brunnen wie diesen, wo auch Griechen ihr Wasser holen. Zudem hat so gut wie jede Tankstelle einen Wasseranschluss, wo man also direkt beim Tanken auch Wasser auffüllen kann. Außerdem gibt es viele Strandduschen, wo man im Notfall auch mit einem Kanister hingehen kann, um sich Wasser zu holen. Im Süden waren ganz viele davon auch im Winter im Betrieb. Zusammengefasst ist die Wasserversorgung in Griechenland also ziemlich gut.
Mülltonnen gibt es eigentlich überall in Griechenland, beziehungsweise öffentliche Mülltonnen, auch ganz oft verschiedene. Wir wissen trotzdem nicht so ganz, ob es hier Recycling gibt. Sieht oft nicht so aus, weil einfach alles in eine Tonne geschmissen wird. Und ganz oft liegt dann auch Zeug daneben, wobei wir auch schon öfter Raben und Katzen beobachtet haben, die dann den Müll irgendwie durchsuchen und deswegen liegt es dann halt irgendwo rum. Es gibt auch ein paar Orte, wo einfach so Mülldumpster, also einfach Leute ihren Scheiß hinschmeißen mitten in die Natur, aber wenn man mit dem Van unterwegs ist in Griechenland, ist es auf jeden Fall kein Problem, den eigenen Müll fachgemäß zu entsorgen. Unser kulinarisches Highlight ist auf jeden Fall vegetarisches Gyros. Also Soja-Gyros ist super, super knusprig, es ist richtig geil. Und der vegane Tzatziki haut mich auch vom Hocker. In Thessaloniki und Athen gab es das extrem lecker beim Imbiss. Mit Austernpilzen als Fleischersatz kann man es aber auch ziemlich leicht selbst machen. Anstatt dass die hier so ein Kleingeldwechselding haben, gibt es hier nur so einen Getränkeautomaten, wo du eigentlich ein Getränk kaufen musst. Aber ich bin ja clever, ich habe einfach 20er hier reingetan und bin dann auf Abbruch gegangen und habe gar kein Getränk ausgesucht. Und dann habe ich jetzt trotzdem dazu Kleingeld wieder bekommen. Weil ich glaube, sobald ein Schein da drin ist, spuckt der den nicht nochmal aus, sondern dann kommt immer unten Kleingeld raus. Also haben wir jetzt gar kein unnötiges Getränk kaufen müssen und können jetzt hier einfach nur das machen, was wir machen wollen, nämlich waschen. Wer uns bei Instagram folgt, weiß wahrscheinlich, dass wir in diesem Waschsalon schon zweimal waren. Das heißt, wir sind ja jetzt das dritte Mal, weil es ja einfach nicht so viele Waschsalons gibt. Also in größeren Städten wie Thessaloniki oder Athen gibt es natürlich Waschsalons, aber da mit dem Van mitten in die Innenstadt fahren ist einfach keine Option, weil das ist uns einfach zu stressig. Und in diesen Städten, aber auch in kleinen Örtchen, gibt es immer so Laundry Services, also Leute, die dir die Wäsche falten und also quasi so ein Service, die das dann alles für dich machen. Also für 60 Grad, 18 Kilo, also alles, was wir hier drin haben, zahlen wir jetzt 8,50 Euro. Für die kleine Maschine, wo 10 Kilo reinpassen, zahlt man zwischen 5 und 6 Euro. Das waren unsere Tipps und Erfahrungen aus Griechenland. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Wir werden die beantworten. Oder wenn ihr selber noch Tipps und Erfahrungen habt, schreibt die auch in die Kommentare für alle, die das schauen und auch für uns, wenn wir nochmal hierher kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Adio. Adio.